So, dann würde ich sagen, hüpfe ich mal da drauf. Ja, ich fall wieder runter. Ich hüpfe wieder dran. So, jetzt aber. Nein, da brauche ich das Ding, glaube ich, für. Jemand Ärger? Nein, versteck mich lieber erstmal. Genau, Peace. Na? Wo denn? Wer denn? Was ist das hier? Oh, man weiß es nicht. Geil. Was hängt da an? Okay. Da ist ein Nanomet, aber ich höre doch hier irgendwo ein. Na, fall halt runter. Keiner? Sorry. Nervöser Finger. Toll, steht da hinter der Tür. Guckt die Tür an. Was tut er? Nichts. Ja, sehr schön. Mal wieder ein bisschen im Hals rumpieksen lassen. Und Tür öffnen. Floor 1, door open. Ja, wat, wo, wer? Hä? Will ich jetzt da runter? Ja, wollte ich. Wusste ich. Oh, gespeichert, sehr schön. Och, geht doch alle sterben, ey. Echt mal, Leute. Du weißt, dass ich hier stehe, ne? Ja, ich sollte nicht so eine große Klappe haben, aber wie kriege ich das Viech jetzt da oben weg, ey? Au. Nicht, dass der gleich wieder hier durch die Wände schießt. Lauf, Forrest, lauf. Kommst du da hoch? Nicht. Muss ich erst den Zaun kaputt schießen oder wie oder was oder wer? Autsch. Ja, der... Weißt du was? Spiel du da hinten. Ich guck mich derweil ein wenig um. Auch keine Karte. Was, was? Oh, fuck. Kackding. Geht doch. Okay, hier oben. Gut. Ich sollte mir vielleicht mal das Schrotgewehr auf die 1 legen, weil die Ulax werde ich so schnell nicht mehr brauchen, hoffe ich. Hallo? Wo ist denn der Dicke hin? Egal. Hallo Beutekarte. Ja, ist doch, ich will doch nur hier hoch. Lässt du mich? Spezialinhalte freigeschaltet. Agera Brücke 2. Toll, und? Das sagt mir jetzt was? Ja. Ich habe den Dicken wieder gefunden. Kann man hier nicht irgendwo durch so ein Fenster schießen? Entscheidet mich.
Aua. Voll ins Gesicht. Stirb, stirb. Tja. Und ich hab dir noch gesagt, lass es bleiben, aber für mich hört ja wieder keiner. Da möchte ich rein. Gib mich mal so einen Granatenonkel. Da haben wir Waffen, 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 Waffen. Warum habe ich eigentlich 152 Schuss? Das kann doch nicht angehen. Kann ich mal nachladen? Laden, na, kannst du nicht? Schade. Badum, badum. Jetzt haben wir da eine Beutekarte. Spinnenwaffenturm haben wir freigeschaltet. Toll, was auch immer das sein mag. Tür. Komisch nicht durch. Ja. Scheint muss ich da durch. Aber das ist die Frage, will ich das? Also so wirklich? Habe ich alles gefunden? Normalerweise bin ich ja nicht so der Typ, der hier rumrennt und irgendwelche Extras sucht, wie das Beutekarten, aber irgendwie... Ich weiß nicht. So, Raffinerie. Ja, das hört sich doch auch interessant an. Das hört sich vor allem nach innen an. Also in Gebäuden, denke ich mal. Nochmal kurz Beruhigungscut, nur zur Sicherheit. So. Nicht, dass Fraps hier wieder meint, ah, ich werde jetzt Async, ich werde jetzt Async. Und dann haben wir das Theater. Ah, Sie haben die Raffinerie erreicht. Gehen Sie weiter, um zum Raumhafen zu gelangen. Ja, dankeschön. Ich hatte jetzt eigentlich vor, hier ein Picknick zu machen, wenn diese Info nicht gekommen. Ja, das wissen wir. Wir haben ja gerade die Spielmissionsbeschreibung gelesen. Aber danke, dass du hier nochmal unnütze Sachen von dir gibst. Oha. Dad. Da, sollte wieder das ganze Patschehändchen drauf. Sieht man jetzt gerade mal gar nicht irgendwie. Aber wir haben nur mit dem Finger angetippt. Wo kommt denn hier, geht denn hier jetzt und überhaupt? Ja. Was ist da denn rot gewesen? Das war doch bestimmt dieses Auge von der Drohne, oder nicht? Oh. Ups, kaputt gegangen. Ganz aus Versehen natürlich. Da oben steht eine Nanomade Station. Komme ich denn überhaupt irgendwo? Komme ich überhaupt irgendwo lang? Warum hast du denn die Dingers genommen? Nimm doch einfach das Teil. Das ist doch ganz schön. Komme ich nicht hoch? Warum habe ich jetzt... Möchtest du vielleicht einfach die doofe Waffe in der Hand behalten? Nein? Jetzt vielleicht? Ja? Ja? Danke. Sehr nett. Was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas kaputt schießen? Oh, hi. Ja, hallo? Kann ich da nirgendwo dran hüpfen? Hallo, hallo? Hallo? Nicht? Gut. Genau, im Zweifelsfall einfach Licht ausmachen. Das hilft ja immer. Oder... Dumm, die dumm, wir haben ja Zeit. Noch ein Nachbar. Hey, 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 vorsichtig hier. Ja. Sieht doch gut aus, hä? Ja. Na, Trick 17 und so.
Oh, Putte geht. Hängeleiter klettern. Ich hätte manchmal ein kleines bisschen lebensmüde, aber ja, klar. Ach, wir sind voll. Ja, dann, Hängeleiter. Ja. Nein, hüpf dran. Dumm, die dumm. But they fixed the engine she broke. Yeah, I'll go announce it. I wonder why she went for the engines. Anscheinend ist das kleine Mädchen von der Silverman noch am Leben. Tada, voll lustig. Was? Sicher? Müssen wir das nochmal überdenken, ob ich dir Angst mache? Ich meine, du bist in die Luft geflogen. Sicher, dass ich dir keine Angst mache? Ich hätte Angst, wenn ich in die Luft fliegen würde. So, ja, Waffen kann ich irgendwie ja mal so nie gebrauchen. Also im ersten Teil fand ich ja dieses Sturmgewehr oder was, das ist noch richtig cool. Aber in dem Teil hier, oh, ich weiß nicht, irgendwie ist das so groß geworden, so riesig. Mag ich ja nicht. So. Emergency Shutdown, ja. Wie der immer weiß, was er drücken muss, das ist cool. Will ich da oben irgendwo durch? Jetzt macht sie. Ups. Ups. Ich sag doch, ich mag das Gewehr nicht. Maschinenpistole? Oh, wer wie? Gekauft. Aber jetzt gab's doch, wo gab's denn die Nanomet? War die nicht da oben irgendwo? Da hinten wahrscheinlich. Oh Mann. Egal. Was soll's. Was haben wir denn hier so? Hallo? Hallo? Nix? So, dann gehen wir jetzt hier mal durch mit unserer schönen Schrotflinte. Nee, doofe Idee.